Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Ja, wir sind hier immer noch in der dritten Welt im Playa de Sol. Habe ich mir das jetzt richtig gemerkt? Playa, ja, sehr, sehr gut. Die Geburt des Sandvogels. Ja, ein paar Minuten habe ich diese Aufnahmesession dieses Mal auch schon aufgenommen. Nur ich glaube mal, ich bin gegen meinen Aufnahmestopp-Knopf gekommen oder Taste. Deswegen, ja, muss ich das jetzt nochmal machen. Ist aber nicht so schlimm. Dann geht das jetzt hier auch ein bisschen schneller voran, da ich jetzt weiß, was man hier machen muss. So, erstmal muss man nach ganz, ganz oben. Das schaffen wir ganz, ganz schnell. Wo geht's denn? Ja gut, wir gehen hier lang. Mal die Treppe hoch. Ja, reicht das? Das reicht. Genau. Hier die Wiese hoch. Hier ist ein Weg. Können wir nämlich lang gehen. Und wir müssen halt dahin, wo uns die Vorschau das gezeigt hat. Genau. Und hier jetzt nämlich runterrutschen. Nicht ganz so. Na, fast. Nicht ganz so. Dann auf ein neues. Falls das hier wieder runtergeht, aber ich mach mal ein bisschen noch höher. Oh, perfekt. Hier die Abkürzung nehmen. Und dieses Mal schaffen wir es. Dieses Mal schaffen wir es. Ich habe da eigentlich in den paar Minuten, die ich da jetzt aufgenommen habe, eigentlich auch schon relativ schnell gemerkt, was man machen muss. Ich habe erstmal hier herumgerätselt, weil man muss halt durch dieses Loch hier durch. Weil sonst klappt es nicht. Und jetzt landen wir hier. Das ist ein Sort Sandvogel. Das heißt ja schon der Titel. Und wie man sehen muss, sieht... muss man rote Münzen sammeln und das ist gar nicht so einfach. Überhaupt nicht einfach, um genau zu sein. Hier macht er ab und zu mal einen Seitwärtssprung, obwohl er keinen machen soll. So, am schwierigsten ist der Schwanz. Dann mal kurz Kamera richtig positionieren. So. Hier kommt eine kleine Sanddüne, wie man sieht. Okay, ich bin nicht runtergefallen, sonst bin ich da jetzt immer runtergefallen. Oh oh. Wir haben ein Problem, wir haben ein Problem. Glaube ich. So, ich glaube mal, der dreht sich gleich. Der dreht sich. Warum hat sich die Düse geändert? Das ist jetzt unfair. Scheiße, Mann. Auf ein neues. Das ist eine etwas schwierige Aufgabe, gerade da, wo er sich dann dreht. Auf dem Vogel direkt sind, glaube ich, Mann. Sind 7 rote Münzen, also irgendwo muss da noch eine 8 rote Münze sein. Die habe ich noch nicht entdeckt, also ich bin da noch nicht viel weiter gekommen. Hab halt auch, muss ich ehrlich sagen, ein paar Minuten länger dann aufgenommen, oder gespielt als aufgenommen. Denn ich habe erst so 5 Minuten später gemerkt, dass die Aufnahme abgebrochen wurde. Was natürlich dann ein großer Fail war. So. Ablote. Nicht. Was war das jetzt? Mario, was machst denn du? Blöde Wolke wollte ich vorher sagen. Sehr gut. Oh Mann! Aber wenn ich da die Kamera ändere, falle ich runter. So war es nämlich vorhin auch. Ist das fies. Ich wollte eigentlich in diesem Part paar mehr Missionen machen. Nur so wie es aussieht, wird das wieder nichts. Ja. Er fliegt um den Turm. Gib acht. Ja. Du hast gut drehen. Du hast gut drehen. So, hier. Und da noch. Da haben wir jetzt so 5 Münzen. Die hier noch ganz schnell. Andere Kamerapositionierung bitte. Danke. Ah, Mensch. Warum habe ich jetzt diese Düse? Ihr merkt, das ist wirklich nicht einfach. Auch wenn es vielleicht einfach aussieht. Nur die Steuerung, das ist halt ein großes Problem.
So, kurz warten. Hol ich diese Münzen zuerst. Man kann ja auch ruhig mal hier das bisschen mehr einsetzen. Warum macht er da einen Seitwärtssprung? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist auch ein One-Up, aber das ist mir jetzt doch ein bisschen zu gefährlich, das One-Up zu holen. Okay, jetzt auf zum Schwanz. Oh, er dreht sich, ich glaube. Welche Richtung? Hier. Okay, ja, ich sehe sehr, sehr viel. Ich sehe sehr, sehr viel. Ja, toll. Hier bleibe ich einfach mal stehen. Ist irgendwo die rote Münze zu sehen? Die letzte? Nee. Ist die letzte rote Münze. Achtung. Was? Nein! Mensch, ich war doch schon so weit. So, wo ist der blöde Vogel? Meine rote Münze. Mann, Mario. Okay, okay, alles gut, alles gut, alles schön. Komm, Beeilung, Beeilung. Okay, okay. So. Was? Ich hab doch in die andere Richtung gedrückt. Bestimmt, weil sich die Kamera währenddessen gleich geändert hat. Och man. Ah, das sind doch für euch die besten Folgen, wo ich so sehr viel fehle. Das Let's Play wird ewig lang. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wenn ich nur immer eine Shinesprite pro Part schaffe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Shinesprites es insgesamt gibt. Ja gut, ob wir alle machen werden, weiß ich ja nicht. Ich glaube sogar nein. Weil manche sind einfach nur bestimmt sehr, sehr krank. Ne? Dahin, genau. Jetzt kommt dieser blöde Wind nicht. Da soll mir recht sein. Jetzt dreht er sich, glaube. Wenn er mit den Flügeln so schlägt, genau. Die Wolke da ist auch so fies. Aber dieses Mal haben wir es. Ich positioniere mal die Kamera so. Ja, weil gleich dreht er sich wieder. Warten, warten, warten. Jetzt. Schön umschauen. Irgendwo muss noch die letzte rote Münze sein. Problem ist, ich weiß nicht, wo die ist. So, wie dreht er sich jetzt? Kann sein, dass die letzte rote Münze auf einer Wolke oder so kommt. Was natürlich sehr, sehr fies wäre. Da ist eine blaue Münze. Ja, muss doch irgendwo die letzte rote Münze sein. Stehe ich doch alle nicht. Wir sind eigentlich schon ganz oben, wie es aussieht. Auf einen der Türme vielleicht? Das? Moment, da ist der große Turm. Ich hab's geschafft! Leute, ich hab's geschafft! Ach du Alter, was war das ein Sprung? Alter! Das war ein Sprung! Ich hab nicht realisiert, dass wir schon ganz rum sind. Dass die letzte rote Münze halt auf dem Turm ist. Sprung in die Tiefe, aber so mächtig in die Tiefe. Und es hat funktioniert, also. Wir haben so noch Zeit für eine nächste Shinesprite. Yeah. Das wird eine lange Aufgabe. Eine schöne kurze wäre mal nicht schlecht. Dann haben wir mal endlich wieder ein paar 2 Shinesprites geholt. Wow. Palmatons Sandsprint. Okay. Sprintlauf? Interessant. Wow. Oh, da muss man sich mit der Karte gut auskennen. Aber nach ein paar Versuchen sollte es eigentlich machbar sein. Am besten wir gehen einfach mal nach ganz oben. Oder bis... Nee, du bist das bestimmt. Ja. Ich bin Palmaton und wir rennen jetzt bis zu dieser Fahne. Okay, so schwer ist das hoffentlich nicht. Ich kenne ja jetzt...
So inzwischen den Weg. Ein Rennen bis auf Zielflagge. Nur einer kann triumphieren. Der momentane Rekord liegt bei 35 Sekunden. Bist du bereit? Dann fertig und los! Wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich lang? Hier lang? Ja, ich muss da hoch. Genau. Dann da lang? Diese wechseln? Ach, das ist... Das geht hier nicht! Was macht der? Ach, der macht hier einen Wandsprung. Okay, mache ich auch mal. Das ist eine gute Idee. Oh, das war's. Ha, ist ja cool. Obwohl ich so viele Fehler gemacht habe beim First Try. Interessant. Puh, schau. Wie? Du bist nicht schlecht. Und auch recht flink. Das mich ein wenig beeindruckt. Wir sehen uns wieder. Und Tschüsskowski. Ich habe nach einer kurzen Aufgabe gefragt und ja, das war kurz. Dass wir noch eine Zeit, noch Zeit haben für noch eine weitere Scheinsbreit. Oh mein Gott. Das war wirklich sehr, sehr kurz. Aber schön, schön, schön. Endlich mal wieder was schaffen hier. Und Rainer. Es war auch wirklich sehr, sehr einfach, obwohl ich so erstmal geschockt war, dass die Pflanze dann nicht mehr da ist. Rote Münzen im Korallenriff. Wow. Rote Münzen. Hatten wir ja eben. Ein Korallenriff, das klingt schon sehr interessant. Wow, wow, wow. Wo ist dieses Korallenriff? Irgendwo. Wahrscheinlich irgendwo im Meer. Wo genau? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich sehe hier nirgendwo einen Korallenriff. Da hinten könnte es sein. Vorsicht, hier sind nur rote Enten. Rote Enten sind nicht gut. Ja, da hinten. Das Korallenriff. Gibt es da irgendwelche Gefahren oder ist da alles eigentlich ganz super? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wenn alles. Wenn es wirklich so einfach ist, wie ich vermute, dann sollte es eigentlich auch relativ schnell vonstatten gehen. Guck mal, da ist die erste. Ah, die. Okay, die Fische hauen ab. Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit hier. Ey. Münze Nummer 1. Sehr, sehr schön. Also ein paar Münzen hauen ab. Die Münze eben, die nicht abgehauen. Da ist eine Münze. Die sind halt auch gut versteckt. Ein paar Korallen hier auch giftig oder? Das sieht bisher eigentlich nicht danach aus. Die Steuerung ist halt richtig schlimm hier. Manchmal ist Mario plötzlich ganz schnell nach oben. Ah, so an sich geht es eigentlich. Ist auch schön gemacht hier. Da kommt her. Komm her, blöde rote Minze. Ah, jetzt sag gut. Dann haben wir die Minze schon mal. Da ist noch eine weitere. Der Fisch da hinten, der sieht gefährlich aus, glaube ich. Der da so lang schwimmt. Oder? Das ist relativ groß. Sonst sind hier kaum Gefahren. Das verwundert mich so ein bisschen. Hier einer? Nee, hier nicht. Drei Münzen fehlen noch. Müssen hier noch so. Da ist einer. Komm, schnapp sie dir, Mario. Komm, das muss doch möglich sein. Hey, Mario. Hol dir die Münze, Mensch. Der Fisch ist wirklich böse, glaube ich. Ich sollte mal aufschwimmen. Ich sollte mal aufschwimmen. Ja, noch weiter. So. Wollen wir zu holen. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Das ist fies mit der Münze. Was? Die cheatet. Die Münze cheatet. Wo ist sie jetzt? Bestimmt zum Schwarm zurück. Ich krieg die noch, ich krieg die noch. Ich hau erstmal nach weiteren Münzen. Da müssen ja auch noch irgendwo welche sein. Vielleicht hier irgendwie so zwischen. Ja, da, ja. Gut. Noch zwei. Einmal die flüchtet und einmal noch irgendwo eine. Ach, der Fisch macht mir Angst. Ich weiß nicht, ob man gleich tot ist, wenn man den berührt. Gibt ja manche Fische im Mario-Universum, wo man gleich tot ist.
Fehlt sowieso noch eine, dann noch eine weitere. Da ist erstmal die Münze, die abgehauen ist. Angriff, Angriff! Gibt's irgendwie eine Taste, wo ich noch mit Mario schneller bin? Ja, ist klar, jetzt ist sie im Sand drin. Was ist das für ein Betrug? Das ist echt Betrug, ich hatte die fast. So, erstmal ganz gut und genau umschauen. Halt hier zwischen den Spalten können halt immer noch welche hier sein. Hier war ja eine, da war doch glaube ich die erste. Ich kann ja auch ein bisschen unter Wasser mal hier herumschwimmen. Vielleicht sehe ich dann schneller eine. Wenn Mario nicht hängen bleiben würde. Nee, hier ist keiner. Was sind dann die letzte Brot? Hier geht's tief runter. Oh, hier ist trotzdem nichts. Hallo Fischi. Da ist die flüchtende rote Münze. Die schießt jetzt bestimmt gleich wieder wetten. Ah, noch nicht. Doch, doch, da schießt sie. Ich muss einen guten Wechsel aus A und B machen. Genau, so muss man das machen. So, jetzt heißt es, letzte rote Münze suchen. So, ich benutze auch mal jetzt hier die anderen Tasten, um mich umzuschauen und schwimme hier so ein bisschen langsam herum. Wenn der Fisch nicht stören würde. Okay, der ist da hinten. Warum muss ich den Fisch irgendwie besiegen? Vielleicht hat der die letzte rote Münze. Wäre möglich. Wie soll ich den besiegen? Den kann man nicht besiegen, glaube ich. Ich wüsste zumindest nicht wie. Komm, hier muss doch die letzte rote Münze irgendwo sein. Da ist sie, ja genau. Okay. Und da oben erscheint die Shinesprite. Ja, dann haben wir in diesem Port 3 Shinesprites geholt. Wow. Viel, viel mehr als sonst. Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, damit. Unsere 24. Shinesprite. Und im nächsten Port geht es dann weiter. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und man sieht sich. Bis dann.